Hallo und herzlich willkommen zu Türchen Nummer 10. Wir spielen heute Drive for Survival. Ein Survival-Spiel, wer hätte es gedacht, bei dem man tatsächlich fahren kann, mit einem Auto herumfahren kann durch die Welt. Ich bin sehr gespannt. Wir starten direkt mal ein neues Spiel. Ich habe schon mal kurz reingeschaut. Ich musste leider die Grafik extrem runterstellen, damit OBS da keine Zicken macht. Leider. Aber es stört nicht allzu sehr. Die Grafik ist sowieso, ihr werdet es gleich sehen, ist nicht fotorealistisch, sondern tatsächlich eher auf niedlich. Ihr seht's. Outpost 103. Da leben wir quasi. Das ist unser Hauptzuhause Unterschlupf. So, und wir werden gleich erstmal, wenn wir angekommen sind, Ressourcen sammeln müssen. Und ich weiß noch nicht genau, wir sind eingemauert. Ich hoffe, wir kommen da auch irgendwie weg. Wir werden es wohl noch sehen. Ich hoffe auch in diesem angezockt. Denn um das ganze Areal, was wir hier haben, ist diese komische Mauer gezogen. Das macht mir ein wenig Angst. So, da sind wir. Da seht ihr die Mauer. Hoffentlich kommen nicht gleich irgendwelche Titanen, die uns fressen wollen. So, wir sammeln erstmal Zeug ein. Ihr seht X, ja, ich spiele mit Gamepad. Mit Maus ließ ich das tatsächlich gar nicht spielen. Also ich hatte gar nicht die Wahl. Ich kann es auch. Ich habe nichts gefunden, wo ich es umstellen kann auf Maus und Tastatur. Ich kann mit der Maus lustigerweise trotzdem hier, ihr seht's. Ja. Aber mehr auch nicht. Ich kann nichts einsammeln. Also auf der Tastatur kann ich nichts machen hier. Deswegen jetzt mit dem Gamepad. Zum Glück war es da. Wir brauchen noch Steine und Plantfiber. Okay, da ist noch ein Stein. Und da hinten, ich glaube, das hier. Daraus kriegen wir, glaube ich, Plantfiber, ja. Jetzt brauchen wir. Wir sollen eine Hatchet craften. Hier vielleicht. Moment. Wie geht das jetzt? Da unten, hoffe ich. Ja, da haben wir eine Axt. Und eine Pickaxe gibt es auch. Hier gibt es auch eine Bandage. Okay. Also wir können einige hübsche Sachen craften. Ein bisschen muss ich gerade an The Long Dark denken. Ich weiß nicht warum. Ist ein bisschen so aus. So. Oh, okay, also bevor wir uns eine eigene Behausung bauen, ist das da quasi unsere, ja, vorläufige Unterkunft. Schick. Ja, das erinnert mich jetzt an Firewatch. Hoffentlich kriegen wir nicht gleich einen Anruf, dass wir irgendjemandem helfen müssen. Oder irgendwelchen Müll aufsammeln müssen. Da oben. Sehr schön. Dann, wie komme ich da hoch? Da, glaube ich, ist der Weg. Fängt der Weg an. Weil ich würde natürlich auch gerne, ich möchte schon jetzt mal die kleine Axt hier ausprobieren. Wenn ich sie denn schon habe. Moment. Wie ginge das jetzt? Ich drücke Sachen, aber es passiert nichts. Okay, so gehe ich in die Hocke. Hm, okay, keine Ahnung. Hier sollen wir erstmal hoch. Na gut, keine Bäume fällen. Vielleicht kann ich... Obwohl, doch, das geht bestimmt. Oh, was ist denn hier passiert? Das ist ein Hubschrauber. Der ist, ich weiß nicht, wohl nicht so sanft gelandet. Gibt es hier irgendwas abzustauben? Nee, scheinbar nicht. Na gut, wir gehen weiter. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir in diesem angezockt dann auch noch ein Auto bekommen, weil ich möchte wirklich sehen, wie das Fahrverhältnis quasi ist und wo man dann hinfährt. Vielleicht ist dann auch die Mauer weg, wenn wir das Auto haben. Wir schauen mal. Ich habe noch nicht richtig reingespielt. Ich war nur einmal kurz drin und habe die Steuerung ausprobiert. Und ja, geguckt halt wegen OBS. Wie gesagt, anfangs ein paar Zicken, aber jetzt... Sollte hoffentlich alles funktionieren. Hier können wir trinken, okay. Oh. Ja, das ist kaputt. Wir brauchen Wood. Das ist ja schlecht. Das hätten sie mir ja gleich unten sagen können. Hier. Gibt es hier noch Holz? Ich will jetzt nie wieder darunter latschen, ehrlich gesagt. Wieso kann ich denn diesen... Ah! Oh, das ist ja seltsam. Okay, das ist hier... Was ist das? R2? R2 muss man drücken. Ja, jetzt habe ich hier einen Baumstamm. Und nun? Habe ich Wood. Wunderbar. Okay, das war jetzt nicht so schwierig. Wäre nur schön, wenn die Baumstämme jetzt nicht so auseinanderfliegen würden. Das ist jetzt doch etwas, ja, unpraktisch. War da oben noch mehr Bäume? Oder muss ich jetzt da runterlaufen? Kann ich eigentlich irgendwie springen? Ich probiere gerade Tasten aus, aber... Okay, so packe ich das Werkzeug weg. Auch okay. Na gut, nehmen wir uns hier noch die einsame Tanne. Oh, ich hoffe, die fallen jetzt nicht auch wieder irgendwo hin.
Ja, schon schön, wenn die hier liegen bleiben. Nein, sogar der Baum fliegt weg. Okay, das ist ein bisschen unpraktisch. Irgendwie auch ein bisschen lustig, aber... Naja. So, 5. Wie viel brauchen wir? 5? Ich hoffe. Oder habe ich mir das jetzt falsch gemerkt? Und ich glaube, es ist uns kalt, sehe ich das da unten richtig. Wir haben da unten nämlich Anzeigen von Hunger und so weiter. Hunger, Durst, Temperatur, wie wir hier sehen. Oh, was bist du? Achso, einfach nur noch mehr Steine. Okay. So, die brauchen wir jetzt aber, glaube ich, gar nicht. Da kann ich X drücken und springen? Ja. So. Und da kommen wir auch schon hoch. Wer hat denn da unten die Treppe kaputt gemacht? Das Ganze hier soll ein apokalyptisches Setting sein. Also ich habe keine Ahnung, ob uns vielleicht hier noch irgendwelche Kreaturen erwarten oder Gefahren. Vielleicht ein paar wilde Viecher. Vielleicht ja auch noch ein paar unliebsame Menschen. Wie komme ich denn da rein? Wo ist denn hier die Tür? Ach, da gleich. Oh Gott, nein. Die habe ich nicht gesehen. Was haben wir denn hier Schönes? Backpack. Immer gut. Dogfood. Ja, jetzt habe ich echt so ein bisschen Feeling von Long Dark, muss ich ehrlich sagen. Oh, okay. Da kann ich Sachen reinlagern, wenn ich möchte. Ja, also wie gesagt, das ist ja jetzt auch unser Unterschlupf hier. Da können wir schlafen. Was? Junk? Müll. Moment. Ja, könnte ich kaputt machen, wenn ich möchte. So, wir nehmen erstmal alles, was irgendwie nutzvoll aussieht. Kitchenette. Das könnten wir, wenn wir Scrap-Mat... Oh, Scrap-Mat? Moment, jetzt probier's doch, wenn das hier eh Junk ist. Ja, okay, noch einen bräuchten wir. Und eine Workbench. Immer gut. Da können wir eine Crowbar machen. Eine Brechstange. Wie skippe ich da weiter? Weiß es nicht. Ich versuche gerade die üblichen Tasten, aber ich komme von der Crowbar nicht runter. Gut, irgendwie habe ich hier echt noch ein paar Probleme, glaube ich, mit der Steuerung so. Die Musik ist gerade echt schön. Gefällt mir gut. Kann ich den Tisch auch kaputt? Nee. Okay, irgendwo muss ich Scrap Metal herkriegen. Oh, und ich soll einen Kompass machen. Oben so Mailbox. Mailbox? Wo ist denn hier der Briefkasten? Wahrscheinlich da unten, oder? Ach, da. Den habe ich übersehen. Okay, da ist ein Kompass drin. Wie kriege ich den jetzt? Okay. Wir kriegen das hin. Sehr schön. Wir haben einen Kompass. Und jetzt lernen sie Base Campfire Blueprint. Wo ist die? Open the craft section in your backpack. In your backpack. Halt. Nein. Da. Da. Haben wir gelernt, denke ich, oder? Okay. Soll ich das jetzt auch bauen? Ja, natürlich soll ich das jetzt auch bauen. Aber ich wollte eigentlich da oben erstmal die Kitchen fertig machen. Naja. Kann ich denn hier auch irgendwas rauskriegen? Nee. Okay, wie baue ich denn das Campfire jetzt? Ich habe immer ein bisschen Angst, hier ins Menü zu gehen. Denn vorhin, als ich das im Testding gemacht habe, hatte ich dann manchmal das Problem, dass ich danach mich nicht mehr bewegen konnte. Okay. You don't have the necessary items. Und Steine. Okay, nee, ich kann ja die normalen Steine aufsetzen, ne? Ich wollte schauen, dass ich mir eine Spitzhacke herstelle, aber andererseits... Oh, was bist du denn? Dirt? Wir haben einfach mal Dreck aufgesammelt. Immer gut. Immer gut, ein bisschen Dreck dabei zu haben. Wir sind ja aus Fluch der Karibik. Ja, so. Ich nehme mal alles mit, was hier so rumliegt. Wir können bestimmt alles noch früher oder später gebrauchen, denke ich. Wie gesagt, grafisch kann das Spiel durchaus noch besser aussehen. Ist jetzt nur bei mir halt auf wirklich unterster Stufe. Ich habe gerade mal ein kleines bisschen Schatten und das war's. Also, ja. Ich habe noch nicht alle Steine, ne? Ich glaube nicht. Und insgesamt 5 Stück. Warte mal, wir können ja reingucken. Ach doch, wir haben genug. Okay, dann gehe ich mal wieder nach oben und baue das da auch hin. Hier können wir sogar noch ein Steinchen mitnehmen. Also an Ressourcen mangelt es nicht. Es ist aber auch nicht in Überfluss da. Finde ich aber ganz gut bisher gebalanced. So wie es bisher aussieht. Man wird jetzt nicht zugeworfen damit, aber ja. Ist jetzt auch nicht so wenig, dass man jetzt irgendwie ewig hier grinden müsste, suchen müsste. Ist okay. So, dann würde ich gerne hier so vor die Hütte, vor das Hütchen,
Ding hinstellen. Wo habe ich denn das jetzt? Ja, und nun? habe ich es jetzt gebaut? Ich bin mir nicht ganz sicher, wo das jetzt ist. Ja, das würde ich... Ach so, ich habe es quasi in der... Ah, aha. Ja. Das ist auch nicht so genau. Wie baue ich es jetzt? Cross Controller Left, Right, Perfume, Next Element, Up, Down. Was? Ach, da oben. Oh Gott. Ach. Aha. Okay. Oh Gott, das switcht hier ein bisschen schnell. So, was ist das? Hier hätten wir ein großes. Und so ein kleines. Ich weiß gar nicht. Ist das jetzt egal, welches? Ich weiß es nicht. Ich baue mal das kleine, oder? Oder gleich das... Geht das überhaupt, das große zu bauen? Nee, das haben wir gar nicht, ne? Ach, hier. Ach, ich sehe es gerade. Ja, wir haben nur das. Gut, dann das... Wie baue ich das jetzt? Place X habe ich doch gedrückt, oder? So. Auch nicht. Jetzt haben wir es angezündet. Und da brauchen wir Holz. Also können wir jetzt immer quasi Add Fuel. Können wir Holz nachlegen. Mal gucken. Jo, das funktioniert. Langsam mangelt es unseren Ausdauer. Aber uns wird warm, sehe ich gerade da unten, oder? Ist das da quasi das Rote jetzt, dass es wärmer wird? Ich bin mir nicht sicher, ob das gerade... Doch, das steigt, glaube ich. Juicy Steak. You got some new matches and a warm meat. So enjoy it. Light a fire and cook. Wo sind die? Ich könnte da jetzt quasi gucken. Also, ich kann da jetzt quasi etwas kochen. Ah, okay. Hier habe ich es. Okay. Ja. Craft. So einfach. Ich kann Wasser abkochen. Das ist natürlich... ja, jetzt habe ich hier ein Problem. So, okay. Ja, gerade wollte es nicht. Ich habe hier gerade wie eine Blöde gedrückt. Ging nicht. Guck mal, ich kann auch frisches Wasser. Geht nicht. Okay, dann machen wir jetzt unser Juicy Meat. From now on, you will not be alone. Enemies are starting to appear. Ah, jetzt gibt es Enemies. Und das sieht auch ganz nach Zombies aus, oder? Zombies oder verwahrloste Obdachlose? Ich bin mir nicht sicher. Entschuldigung. Nein, es sind wahrscheinlich Zombies. Okay. Oh, und auf einmal habe ich ein Gewehr. Das gefällt mir doch gut. Und guck mal, da hinten sehe ich jetzt auch, ich sehe jetzt auf der Karte unseren Hubschrauber und ein Auto. Kill an enemy. Ja, her mit den Gegnern. Wo sind die Gegner? Hopp, hopp. Ich gehe mal Richtung Flugzeug gerade. Ich guck mal, ob ich da auch nebenbei vielleicht noch ein bisschen Scrap Metal bekomme. Von dem Hubschrauber vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt unsere Homebase quasi verteidigen soll eigentlich. Naja, die Zombies kommen schon irgendwann. Wie wechsle ich dann? Ah, so wechsle ich. Nee, es funktioniert nicht, ne? Nee, es sieht so aus, als würde hier nichts passieren. Kann ich hier irgendetwas? Ne, ich glaube nicht. Schade. Dann würde ich doch mal in Richtung Auto laufen. Vielleicht ist das ja ein Auto, das wir auch kriegen. Ich weiß gar nicht, ob wir unendlich jetzt Munition haben werden. Wo ist denn das Auto jetzt hin? Hä? Auto? Jetzt sehe ich es auf dem Scanner nicht mehr. Na gut, aber hier haben wir Gegner, also... Sollten wir mal probieren. Oh, ich habe... Was? Hä? Nee, das ist zum Bauen. Nee, bauen wir... Oh, ihr habt gerade gesehen, da die ganzen Möbel-Icons an der linken Seite. Okay. Oh Gott, ja, mit Controller zielen. Jetzt hätte ich wirklich gerne die Maus. Wow! So haben wir jetzt aber nicht gewettet hier mit dem großen Bären. Ach du Scheiße. Ich wollte ein paar Zombies killen. Kein Bären. Ah! Okay, wir haben einen Bären getötet. Aber ich glaube, das war nicht das, was wir... Doch, es hat gezählt tatsächlich als Enemy. Boah, jetzt stirb doch mal. Oh Gott. Okay. Der Bär hat mir jetzt schon so ein kleines bisschen Angst gemacht. Ein ganz kleines bisschen. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Puh. Oh, ich hasse das wirklich, mit dem Gamepad zu zielen. Naja, gut, es geht schon irgendwie. Die sind relativ langsam alle. Das ist noch okay. Die da lasse ich mal ihr Ding machen gerade. Die habe ich jetzt nicht so viel Lust. Hier soll doch irgendwo ein Auto sein, oder nicht?
Irgendwie ist hier kein Auto. Menu. Okay. You have received the necessary raw material to repair the helicopter. Was? Ich kann hier wegfliegen? Oh Gott. Darf ich selber fliegen? Also das hätte ja schon Stil. Scheiß auf dem Auto. Wir nehmen den Helikopter. Gerne. Wir können auch einfach direkt repairen. Das ist ja alles quasi Tutorial, ne? Wenn ich das richtig sehe. You can travel around the world using a helicopter. Du kannst um die ganze Welt reisen mit dem Helikopter. Na, das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen. Wie, ich darf nicht fliegen? Ich kann nur so... Oh, Menno. Ah, gut. The Forest. Naja, The Forest habe ich schon genug gespielt. The Old World. Also die alte Welt. Die alte Welt. Forest. Okay. Und hier sind wir. Ja, wir können in einen Wald. Wir können aber auch in die alte Welt. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Ist das egal? Dann drive a car hier. Nein, da kann ich keinen Car fahren. Okay, kein Auto. Hier ja. Aber sehr gefährlich. Guck mal, hier weniger gefährlich. Ah, ich glaube, das Spiel möchte eigentlich, dass ich erstmal in den ruhigen Wald gehe. Aber wenn es hier die Autos gibt, da seht ihr, da ist ein kleines X bei You Can Drive a Car hier. Ja, ganz ehrlich, dann gucke ich doch lieber mal hier. Ist nicht. Was? Ach Mann, ich muss tatsächlich in den blöden, lahmen Wald. Ach Mann, ich wollte euch Autos fahren zeigen. Ich meine, angezockt von einem Drive for Survival Game. Und dann, ja, seht ihr nur Survival, aber kein Drive. Ist ja ein bisschen... Mit dem Helikopter darf ich auch nicht fliegen. Zumindest nicht richtig. Schade. Na gut, vielleicht auch besser. Also wenn ich an meine Helikopterkünste bei GTA denke, ist es vielleicht auch besser so, wenn ich nicht selber fliege. This location, like a home, is one of the few last locations in the world not affected by the snow apocalypse. Die Schneeapokalypse. Ich dachte, hier sind Zombies. Jetzt heißt es plötzlich wegen quasi Winter. Which doesn't mean it's safe. Heißt nicht, ist sicher. Danger waits every corner and especially at night. The cold global climate is reflected here as well. Also es gab tatsächlich wohl eine Klimakrise. Die Kälte ist über die Welt hereingebrochen. Komischerweise gibt es aber auch scheinbar Zombies. Okay. Na gut. Kälte und Zombies, ja. Geht quasi Hand in Hand. Zumindest hier im Spiel. So. The Forest. Wo sind die Ureinwohner? Die Ureinwohner? Oh! Ich dachte, ich bin allein hier. Store. Ja. Oh, ich will unbedingt eine Armbrust und hier Credits 0. Ja, gut. Au. Oh, eine Armbrust. Oh, und uns ist richtig, richtig kalt. Kann ich hier irgendwas von dir mitnehmen? Also ganz ehrlich, wenn der das Zeug hat, der ist ja alleine. Wir haben noch ein Gewehr in der Hand. Ja, also. Warum denn kaufen, ehrlich gesagt? Das können wir auch anders haben. Oder sind hier noch mehr Leute? Ne, wahrscheinlich sind hier noch mehr Leute. Oh, was war denn hier? Nichts. Ach, hier ist eine Workbench. Okay, also hier soll ich mich... Oh, scheiße, hier sind noch mehr. Na gut, dann nicht. Entschuldigung. Ich meinte es nicht so ernst. Sleeping Bag kriegen wir hier. Und Fuel kriegen wir auch. Oh, okay. Also hier gibt es schon ein paar schöne Sachen, aber wir können uns natürlich nichts leisten. Und eine Workbench haben wir aber. Blueprint für eine Bench. Also können wir selber eine machen, denn wenn wir uns irgendwo ein Häuschen gebaut haben. Wie hatte ich denn gerade dieses hier? So kann ich Sachen bauen dann, okay. Dann nehmen wir erstmal unsere Axt. Hier kriegen wir ein bisschen Stein. Okay, also wir... Ja gut, auf den Karten müssen wir quasi dann... Sehe ich das richtig, dass wir so ein bisschen immer von vorn anfangen? Warum kann ich hier nicht rein? Jetzt bin reingesprungen. Radio! Turn on! Und hier? Oh, wir können hier tatsächlich alles nutzen. Vielleicht sollte ich mal kurz schlafen, damit vielleicht Tag wird. Ich hoffe, dass dann Tag ist, wenn ich schlafe. Es speichert auch, das ist auch gut. Oh, was haben wir hier? We want you. Don't forget write a Steam Review. Schön, thank you. Aber wie süß, das ist schon... Das ist niedlich gemacht. So, es ist herrlich der Tag. Juhu. Mailbox, was gibt's denn hier Schönes? Oh, wir haben gar nicht so viel Platz dazu. Was ist das denn? Das sind Nägel, oder? Will ich jetzt mal... denken. Enemy Tag. Achso. Was bist du? Zombie Tag. Sind das die Sachen, die ich bekommen hatte, als ich die Viecher getötet habe? Und die sind jetzt quasi hier drin.
Oh, was heißt das da? Dass ich da ein Haus bauen kann? Ich weiß es nicht. Okay. Also. Ja, ganz ehrlich, wozu soll ich mir ein Haus bauen, wenn ich da doch... Oh, ein Dixie-Klo. Oh. Oh. Matches ist auch schon mal nicht schlecht. Aber jetzt... Wo habe ich jetzt die hingemacht? Ich habe sie gerade genommen, aber wir hatten gar keinen Platz. Das ist jetzt doof. Irgendwie ist sie jetzt weg. Nee, halt. Vielleicht. Wie komme ich denn? Ist die jetzt hier vielleicht unter... Nee. Waffen? Nee, ist er auch nicht. Wo ist die Crowbar? Verdammt. Oh Gott, die Steuerung ist echt ein bisschen tricky. Ja, keine Ahnung, ob jetzt die Crowbar quasi weg ist. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Hm, ich sehe sie nicht mehr. Oder ist sie jetzt im Briefkasten? Nee, ist sie nicht. Das ist ja doof. Wir sollten vielleicht... Warte mal, was soll ich denn eigentlich machen? Vehicle Scrap? Car Battery, Duct Tape. Hä, doch eine Car Battery? Aber dann kann ich mir dann doch was machen? Ich mache jetzt erstmal... da wollte ich ran. Warum habe ich einen Sarg? Ich habe keine Ahnung. So, Öl haben wir hier. Ich packe jetzt erstmal quasi Sachen weg, die ich jetzt, glaube ich, erstmal nicht brauchen werde. Wir haben ein kleines bisschen Hunger, aber nicht doll. Wir sind schon bei 21 Minuten. Na komm, ein bisschen gucken wir noch. Wir gucken uns zumindest hier kurz mal auf der Karte um, wenn wir schon nicht Auto fahren können. Da oben, das sieht aus wie Aufgabenzettel. Ja, eine Karte auf jeden Fall. Und hier ganz viel Müll. Wartet mal. Nee. Doch, da würde ich trotzdem gerne nochmal... hallo? Also wir könnten auf jeden Fall wieder ein Campfire aufbauen, wenn wir das dann wollten. Will ich jetzt aber gar nicht. Tatsächlich, wie komme ich denn hier wieder raus? Ich würde das gerne wieder wechseln. Da ist unsere Waffe. Auch schön. Kann ich so ein Zeug kaputt... Nee, das kann ich nicht kaputt machen. Oh, ganz viele vermisste Personen. Warning. Lost. Oh, der Hund. Oh, Mann. Oh, wir müssen den Hund finden. Der arme Hund. Oh, na guck mal. Eine Metall-Hatchet haben wir noch gefunden. Ach so, und hier ist auch schon ein Lagerfeuer. Okay. Also hier hätten wir quasi schon ein bisschen was. Wo wir uns zumindest was zu Futter machen können. Wir müssen es nicht selber wieder bauen. Also wir können uns jetzt quasi darauf fixieren, wirklich hier die Sachen zu sammeln. Vehicle Scrap. Batterie, Duct Tape. Na komisch, ne? Dass da eigentlich stand quasi, dass wir... Ach schön, wird immer wieder markiert, wo man sich gerade befindet. Okay. Eigentlich stand da ja, wir kriegen hier kein Auto. Hier kriegen wir Barbären. Und was ist denn das da für ein Tierchen? Oh Gott! Oh Gott! Natürlich! Was ist das da für ein Tierchen? Auch nur ein Wolf und ein Bär und... Natürlich, die interessiert auch gar nicht, dass die hier beide rumchillen. Die rennen einfach beide auf mich zu. Die greifen nicht sich an. Könnten sie ja auch ran. Oh, da ist, Rawmeat. Haha. Tja, gekonnt. Landfair, beste Jägerin der Welt. Vegetarische Jägerin. Vielleicht sollte ich die Waffe lieber an der Hand behalten. Oh Gott, da ist ja ein... Nein, und er hat mich gesehen. Oh Gott, was haben die denn für eine große Sichtweite? Ja, mit dem Bohrer oder Akkuschrauber oder was auch immer werde ich irgendwie weit kommen mit dem Wölfchen. Kein Bohr in einen Nagel in die Stirn bohren. Nee, oh Gott, das ist traurig. Was haben wir denn hier Schönes? Wir erkunden jetzt einfach mal in den letzten Minuten noch die Karte. Ich würde sagen, 30 Minuten ist durchaus okay. Oh, guck mal, da hinten steht ein Auto. Auf jeden Fall kann man hier, glaube ich, einiges entdecken. Ach, guck mal. Ist das unser Posten, wo wir gerade... Warum sind denn hier so viele Wölfe? Das ist ja wirklich wie die Long Dark. Sag mal, haben sie ein Beispiel dran genommen? Oh, was war denn das gerade? Bones. Okay. Also man kriegt tatsächlich auch was von denen. Aber ich weiß gar nicht, ob wir unendlich Munition haben, ehrlich gesagt. Oh, okay. Hier stehen viele Autos rum. Da sollten wir auf jeden Fall kriegen, was wir kriegen sollen. Oh, hätten wir vorhin vielleicht auch einsammeln können. Habe ich nur nicht gesehen. Okay, dafür brauchen wir tatsächlich die Crowbar. Haben wir aber scheinbar. Irgendwie haben wir die Crowbar wohl im Inventar, auch wenn ich nicht weiß, wie. Die Beeren. Hier nochmal. Okay, also wir müssen so an die Sachen kommen. Gut. Und kann ich jetzt trotzdem. Nee, ich glaube nicht, ne? Das wird, glaube ich, nichts. Dann nehme ich lieber wieder die andere Sache in der Hand. Nein, das doch nicht. So. Oh. Gut.
Oh, nein. Duct Tape haben wir da auch gerade eingesammelt, habe ich gesehen. Wo immer das gelandet ist, das konnte ich gerade... Oh, warte. Kann ich das aufmachen? Nee, scheinbar nicht. Na gut. Ein Motel haben wir hier. Okay, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, deswegen würde ich sagen, also das schaffe ich jetzt auf keinen Fall mehr alles einzusammeln hier in dem Angezockt. Da würde ich jetzt eher mal hier ein bisschen mir die Welt angucken, tatsächlich noch in den letzten 3 Minuten oder so. Auf jeden Fall viele, viele Wölfe hier. Oh, wir haben Leder bekommen. Oder Fell. Sag mal, Fell. Ein Motel. Kann ich da denn rein, wenn ich will? Ja. Ein Arrow haben wir bekommen. Oh Gott, die Arme. Okay, hier kriegt man auf jeden Fall einige Sachen. Höre ich da schon wieder ein Bärchen irgendwo? Oh Gott, hoffentlich, ja, hoffentlich kommt der nicht gleich irgendwo um die Ecke geschossen. Wow. Oh, was? Mein Backpack ist full. Das geht nicht. Was? Ist gar nicht full eigentlich. Guck mal, wir haben eigentlich... Ja, das ist schon wieder... Nee, die Steuerung will ich hier immer nicht. Hört ihr, wie ich die Tasten smashe? Ich weiß nicht, ob ich einfach doof bin und das nicht ganz checke. Guck mal, die ist sogar anders, ne? 166. Das ist besser als unsere. Hm. Kann ich die denn auch einfach anequippen? Ja. Dann equippen wir lieber halt so. Dann würde ich die hier einmal squappen. Dann müssten wir Platz haben für die Crossbow. Wow. Okay. Wo sind die Wölfe? Na, kommt her. Ich habe eine Überraschung für euch. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, deswegen gucke ich jetzt nicht noch in die anderen Räume da. Würde ich gerne mal mit der Crossbow... Hier, Wölfchen. Na, komm her, Bello. Komm her. Na, komm mal her, mein Junge. Na, komm. Oh, hängst du fest? Oh, das tut mir leid. Nö, eigentlich nicht. Okay, die Crossbow ist... Wow. Und da, seht ihr, da ist ein Bär. Und ich glaube, der hat auch schon Pferde aufgenommen. Egal, lassen wir uns jetzt gerade mal nicht... Oh Gott, ich höre ihn. Oh Gott, das ist echt... Ach, guck mal, die kämpfen miteinander tatsächlich. Der Wolf und der Bär, die gehen aufeinander los. Ach, interessant. Okay, so geht's also doch auch. Oh, hier liegen überall Leichen rum. Das tut mir echt leid. Menno, diese Quoba. Okay, die Quoba ist scheinbar tatsächlich in einem Extra-Menü dann. Wenn ich das jetzt so, wie ich das hier mitkriege. Was ist das da? Sind das Achso, das sind die Schildchen. Okay. Irgendwas habe ich gerade eingesammelt. Bottle oder so. Ja, die sind voll. Okay, man muss hier, glaube ich, sehr haushalten mit dem Inventarplätzen. Man kann hier nicht einfach jeden Schrott mitnehmen und hoffen, dass man genug Platz hat. Cash-Register. Nix dran. Oh. Also man wird dann öfter zurück müssen und lagern müssen. Man wird nicht drumherum kommen. Ihr seht ja, wir sind jetzt schon voll und wir haben echt auch nicht viel Platz. Also... Na gut, es teilt sich ja ein bisschen. Na, ich komme schon wieder nicht ans andere Menü. Ah, was? Oh, der Wolf hat gewonnen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, der Bär hätte gewonnen. Ui, ui. Ist nicht so einfach zu treffen. Oh Gott, das arme Tier. Oh, habt ihr das gerade gesehen? Oh, wir haben den voll in die Flanke geschossen und der... Oh Gott, wie der da gerade aufgejault hat. Das sah schon traurig aus. Aber wir können die Pfeile wieder mitnehmen. Das ist natürlich praktisch. Ja gut, Leute. Dann so viel zu Drive for Survival. Autofahren haben wir jetzt leider nicht gesehen. Schon schade natürlich. Aber in einem Angezockt ist halt leider nicht alles möglich. Oh Gott, das wird dunkel, ich glaube. Das wird hier gleich sehr gefährlich werden. Also verabschiede ich mich schnell. Ja, sagt mir doch gerne in den Kommentaren, wie euch das Spiel gefällt. Ob ihr dann gerne auch demnächst vielleicht mehr davon sehen möchtet. Und ansonsten hoffe ich, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Und bis morgen zu Kästchen Nummer 11. Bye, bye.